Fantasie, dass ich noch lebe. Wie die Schlange tot zu meinen Füßen. Was höre ich? Eine Gestalt nähert sich. Ich will sie von Ferne beobachten. Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land.
sind weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Ihr am liebsten wär, der geb ich glatt den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich hielte wie mein Kind sie ein. Was da? Sag mir, du lustiger Freund, wer bist du? Wer ich bin? Dumme Frage. Ein Mensch wie du. Wenn ich dich nun fragte, wer du bist. Ich bin Prinz. Prinz? Sag, wovon lebst du? Von Essen, Trinken, wie alle Menschen. Und wodurch erhältst du das? Ich fange für die sternflammende Königin verschiedene Vögel und dafür halte ich täglich Speise und Trank. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sie. Die sternflammende Königin sehen, sehen. Warum blickst du so verdächtig nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Was? Nach deinen Federn, die dich bedenken, oder halte ich dich doch für keine Vogel, du bleib zurück, sag ich, und traue mir nicht, denn ich habe Riesenkraft. Riesenkraft? Also warst du wohl gar mein Erretter, der diese giftige Schlange bekämpft. Schlange? Ist sie tot oder lebendig? Sie ist tot. Sag, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Ich weiß nur, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot. Süße Weine. Sie sind vermutlich sehr schön. Das glaube ich nicht. Wenn sie so schön wären, würden sie ihre Gesichter nicht bedecken. Papa, geh! Oje. Hier, meine Schönen, übergebe ich meine Vögel. Dafür schickt ihr unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines, helles Wasser. Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein überbringen soll. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst und dass du dich nie mehr der Heldentat rühmst, die andere vollbracht. Wir waren's, die dich gefallen. Dieses Gemälde schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter Pamina. Du findest, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichen.